So, nach letztes Mal totaler Zerstörung von Robert ist das heutige Thema Mac versus Windows. Robert, was ist dein Thema? Ja, also ich bin Mac, ne? Weil es viel geiler ist. Also, ja. Erläutere bitte. Was soll ich erläutern? Auch gar nichts Großes zu sagen. Ich meine, allein, also diese überragende Erfindung, dass du beim Laptop das Stromkabel, ja, das ist magnetisch. Das heißt, wenn du da irgendwie gegenkommst und es rausreißt und bei Windows, bei anderen Laptops, wird da PC runterreißen, alles kaputt gehen. Bei Mac geht es einfach ab, weil da Magnet ist und perfekt, er ist auch richtig geil. Hey, wäre toll, was ist das jetzt ein Kaufgrund für dich, so einen scheiß Mac zu kaufen? Klar. So, guck mal, wir haben selber hier Macs und nach 3 Jahren bläht sich einfach die Batterie auf. Was ja. ist das? Hast du das gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Vielleicht können wir sogar. Erklär das war vielleicht unseren Zuschauern. Die haben es ja vielleicht nicht gesehen. Unsere Zuschauer haben es nicht gesehen. Sollen wir es mal einblenden? Nee. Sollen wir? Okay. Wir haben die Kraft dazu. Ja, nee, okay, gut. Was ist denn an Windows so stark, dass ich lieber Windows kaufen sollte als irgendein Mac oder sowas? Erstens Leistung. Leistung ist alles das, was wir wollen. Ne? Und guck mal, ein Mac. Das ist so ein scheiß iMac. Was kostet der? Kostet 2.000, 3.000 Euro. Also wenn ich mir einen Rechner kaufe, Windows, weißt du, wie viel Leistung ich da bekomme? Da kriege ich 64 GB RAM und i7 Extreme und GTX 127 Titan. PS. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und, das, und dann kann ich mir immer noch 2 Bildschirme leisten, schöne Boxen und sieht alles trotzdem gut aus. Ja? Ja, Mac ist ja alles gleich, überhaupt nicht kostümisierbar. Ja, aber es ist kompatibel. Wenn du irgendein Apple-Gerät hast, ist es mit jedem anderen Apple-Gerät kompatibel. Das ist doch saugeil. Die auch alle gleich aussehen. Ja, aber es sieht geil aus. iPad, Eyes, Mac, Eyes, scheiße. Ja, aber es sieht gut aus. Also das Design hat Apple auf jeden Fall gewonnen. Ob vom Äußeren, okay, manche iPhones sehen doch ein bisschen kacke aus, aber meine Güte, weißt du, geht ja nicht alles ums Aussehen, ja, es geht um die inneren Werte. Ja, und da gewinnt doch Windows. Ach, ja, bei Spielen, weil die Spiele alle für Windows konzipiert werden. Ja, warum? Ja, ja weil Windows kacke besser ist. Nee, weil es mehr Leute haben, weil mehr Leute dumm sind. So wie du. Das ist eine super Argumentation. Ja. Du willst also sagen, dass unsere Zuschauer dumm sind? Habe ich das richtig verstanden? Unsere Zuschauer sind nicht dumm, das habe ich nicht gesagt. Das hast du gerade gesagt, weil unsere Zuschauer sind bestimmt Windows-User. Weißt du noch, als wir arm waren? Nö. Ich auch nicht. Ja. Gut, also fürs Arbeiten. Benutzt du auch fürs Arbeiten Windows? Also so richtiges Arbeiten, nicht irgendwie Teletubbies gucken oder so. Ja, so Arbeit, ich finde so. Guck mal, wenn du in eine Firma gehst, Windows. Nee, Mac. Jetzt ein professionellen Arbeit. Aber was für alle was möglichen einen Sachen. Job benutzt du Mac? Bei sau vielen? Hey, Mac ist doch viel, viel besser. Ist doch, damit kannst du, das sind, ja, fast alles ist mit Tastenkürzeln da, ihr Kombinationen gekürzt und brauchst nicht alles rumfunktionieren, keine Ahnung. Genau, Tastenkombinationen, Kürzel gibt es nur bei Mac. Nee, aber bei Mac sind die wesentlich besser. So. Meinst du? Ja, die sind viel cooler. Meinst du, sind die sind wesentlich, wesentlich schöner. Also mir gefallen die da besser. Blumiger, so. Ein bisschen vegetarischer so. Ne? Ist seit 6 Monaten nicht abgestürzt. 6 Monate ohne Strom? Das ist hart. Mac ist eine Hipstermarke. Da kannst du nichts gegen sagen. Ja, weil wir haben halt einfach Cash. Ja? Wir haben es. Ja? Das ist für Wannabe-Künstler. Wir denken, oh, komm, meine Videos wären perfekt mit dem Apple. Werden sie aber nicht. Guck mal, wenn ich auf ein Apple arbeiten würde, da würde das Video 6 Jahre rendern. Ja, weil du scheiße bist. Ja, weil ich scheiße bin. Weil die Leistung von den Dingen einfach kacke ist. Ja, aber Windows ist doch viel beschissener. Ich meine, wie oft stürzt so ein Windows-Ding ab? Bestimmt 27 Mal am Tag. Dafür? Oh Gott, jetzt kommt's. Die beste Erfindung, die Windows hat, der Task Manager. Der Task Manager, der löst alle Probleme. Auch wenn abstürzen. Abstürzt, Taskmanager, bam. Ja, also wenn der ganze PC abstürzt. Wenn der Mac abstürzt, ist tot. Wenn irgendwas nicht mehr beim Mac geht. Ja, aber wenn er abstürzt, wie oft stürzt er ab? Der wird auch seine Momente haben. Ja. Wenn er zum Beispiel. In seiner ganzen Laufzeit 2 Mal. Achso, du wirfst ihn irgendwo runter. Super. Oder du hast kein Magnetkabel, dann stürzt er auch ab vom Tisch.
Das Ding ist aber, guck mal, zwei Jahre stürzt nicht ab, aber wenn der abstürzt, bumm, kaputt. Kann ich mir einen neuen kaufen. Nochmal 3000 Euro. Ja, dann gehst du zum Schwarzmarkthändler und dann repariert er dir alles. Ja, beim Türken. Ja, da kennst du dich aus, ja, gell? Klar. Türken. Ja. Du schmierst eine Pizza drauf. So. Ja. Ja. Wir können noch bringen. Ich bin gestern zur Bank wegen einem Kredit gegangen. Wofür brauchst du denn einen Kredit von der Bank? Ich brauch keinen. Die Bank braucht einen. Die Firma Apple ist richtig nicht naturfreundlich. Ja. Da, und das liegt gerade dir am Herzen. Also eigentlich möchte ich gar nicht mehr mit dir reden. Ich möchte mit Leuten reden, die einen ganzen Satz bilden können. Was hab ich denn gesagt? Richtig nicht natur, was auch immer. Also, nochmal jetzt eine Wiederholung. Nochmal so rein. Die Firma Apple. Ja, aber guck mal, überleg mal, wenn die ganzen Spielefirmen nicht für Windows produzieren würden, sondern für alle gleich, da würden sau viele wechseln. Microsoft hat Xbox. Apple hat keine Spielekonsole. Das ist ein Punkt für Microsoft. Naja, und wie viele Leute haben die Xbox? Egal, wir machen das jetzt nicht zu Xbox, zu PlayStation 3. Ich mag die Xbox auch, ich mag die PlayStation 3. Also wir sind schon die nächste Generation, ja, aber das kriegen die Apple-User anscheinend nicht mehr. Naja, ich bin viel zu hipster, weißt du? Ich bin halt richtig hier, Hashtag YOLO und so weiter. Hast du eigentlich das neue iPhone getestet? Ich auch nicht! Na! Und los. So, und dann zeige ich dir so, als ob ich da irgendwas machen würde. Und dann musst du da so drücken und dann, und ich drehe mich dann so um und dann ist es, oh, voll unerwartet, dass da eine Kamera ist. Hi, ich bin's, Leute. Ihr habt gerade O'Contra gesehen und jetzt dürft ihr abstimmen, wer von uns beiden gewonnen hat. Der Marco oder ich? Ja, also, ist ganz klar, ne? Jungs, macht's richtig. Abstimmen könnt ihr unter ok-mainz.de. Ja, Mann.